Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Minecraft-Folge. Und zwar ein bisschen verspätet, warum erkläre ich euch. Und warum wir hier auch neue Erfolge kriegen. Das habt ihr jetzt nicht gesehen, weil ich einen kurzen Cut machen musste. Und zwar fangen wir als erstes damit an, warum verspätet. Und das alles ist zum Beispiel ein scheiß Fehler. Zum Beispiel dieser Baumstumpf war auch nicht mehr da. Egal, auf jeden Fall. Es kam alles nicht alles später, weil ich einfach nur dieses Problem hatte, und zwar Minecraft hat unnötig geleckt. Unnötig, sage ich extra. Ich meine, es lag nicht mal am PC oder so. Ich konnte auf jeden Server spielen, nur ich konnte nicht aufnehmen. Ich meine, guck doch, jetzt geht es auch zum Beispiel, aber da ging es nicht an diesem Tag, wo ich es pünktlich hochbringen wollte. Ja, was mache ich denn da gerade für eine Scheiße? Denkt ihr euch sicherlich, ich weiß nicht, was ihr denkt. Ich kann keine Gedanken lesen. Auf jeden Fall, diese Scheiße, die ich hier gerade begehe, nennt man ein Haus bauen aus Holz, weil ich nicht in der Steinzeit bin und in Stein wohnen will. Ups. Das war versehen. Ihr habt das nicht gesehen oben links. Ihr habt da gar nicht erst hingeguckt. Das war voll das unnötige Fenster. Alter, ist ja immer noch da. Geh weg. Geh weg, geh weg. So. Jetzt habe ich unnötig einen Screenshot gemacht, ne? Boah, Alter, ich dachte erstmal, eine Hexe steht da vor der Tür, aber das ist eine Kuh, Digga. Läuft richtig, läuft. Boah, wie ich von hier rede, gell? Geht gar nicht. Nee, kein Benehmen habe ich hier. So. Als erstes kommen, also den ersten Kombi, die ich bekommen habe, mit Herzchen. War voll niedlich. Nein, Spaß, Alter. Ich bin ein Schwul. Aber nein, es war schon mal schön, einen so Kommentar zu erhalten. Ich meine, 500 Abonnenten, das ist schon irgendwie was Großes für mich. Ich freue mich ja auch, zum Beispiel, wo ich jetzt hier geguckt habe, innerhalb der 30 Tage, dass ich, also das ist ja keine also für große YouTuber ist das jetzt keine große Herausforderung, solche Abonnenten. Aber, dass ich in diesen 30 Tagen 38 Abonnenten gekriegt habe. Das hat mich irgendwie total gefreut, weil es ist immer faszinierend, wie viele Leute mir eigentlich zuschauen. Und allgemein die Userzahl, die einen zugucken, das kann man sich, glaubt mir, wenn man aufnimmt und YouTuber ist, das kann man sich gar nicht so vorstellen, dass einen so und so viele Leute zugeguckt haben. Oder könnt ihr euch zum Beispiel vorstellen, dass euch auf dem Video 6000 Leute zugeguckt haben. Also ich kann das jetzt zum Beispiel nicht sagen, dass ich mir dieses vorstellen kann, aber es ist nun mal leider so. Und es ist einfach unfassbar. Ich meine, es ist für mich neu und deswegen kann ich mich ja darüber auch freuen. Und wenn ihr anderen YouTuber auch so denkt, das ist natürlich auch schön. Weil irgendwo bedeuten uns die Abonnenten, beziehungsweise allgemein jeden YouTuber, die Abonnenten bedeuten uns ja auch was. Es ist ja nicht so, als wenn ihr der letzte Dreck seid. So ist es ja schon mal gar nicht. Ja, das ist jetzt zum Beispiel jetzt wie bei Tadel, der jetzt auch zum Glück 1 Million erreicht hat. Deswegen herzlichen Glückwunsch nochmal an Tadel, der auch wenn er diese Folge hier nicht gucken wird. Auf jeden Fall hat trotzdem herzlichen Glückwunsch. Und zum Beispiel bei Tadel ist es ja auch so. Ich meine, er kann nicht jede eure Fragen beantworten oder an, Dings hier, Kommentare. Aber ihr seid ihm ja auch nicht egal. Irgendwo sind die Abonnenten immer ein Team, sag ich mal. Und ich finde es auch total unnötig, dass man YouTuber, manche YouTuber einfach mal hatet. Aus irgendwelchen Grund, man kennt ihn nicht mal persönlich und fängt ihn an zu hassen. Ja. Frage ich mich auch manchmal, was ist da los? Haben wir eigentlich noch Holz? Ja. Ey, was macht denn da meine Maus da für eine Kacke? So, haben wir Monsterhaus? Nee. Oder warte mal, das war das Sichtfeld. Nee, doch. Ah, ich bin einfach so dumm heute. Und so, ich denke mal, ich werde auch heute wieder mal so lustige Musik einspielen. Nicht solche Boom, 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 Boom. Sondern so richtig smoothige Musik. So. Jetzt ist uns auch noch die Spitzhacke kaputt gegangen. Das ist so schlecht, dass ich bald anfangen könnte zu heulen. Ah, hier haben wir noch was. Haben wir Steine? Ja. So. Und da, eine Spitzhacke. Eine erneute Spitzhacke, sagen wir mal. Ja, was ist denn hier los? Was ist da los? Achso. So, ich weiß nicht. Eigentlich würde es mir reichen, schon so zu machen. Und dann so reinzubauen, weil das wäre jetzt für mich zum Beispiel nicht. Boah.
Dicker! Also diese Sandstelle, was da gerade am Fenster war, das hat mir gerade so Angst gemacht. Ich dachte erstmal, so eine Spinne sitzt da oder so. Irgendwas ähnliches, gruseliges, von dem ich noch nichts weiß. Ach ja, ich spiele übrigens auf der 1.7. Weil ich irgendwie Angst habe, wenn ich die Welten tausche, dass dann wieder irgendwas falsch läuft. Ich habe nämlich mittlerweile mitgekriegt, vor meinen letzten Let's Plays, die ganzen Sachen gefehlt haben, wie das Bett und so. Keine Ahnung, also auf jeden Fall war das dann so, dass ich die Version gechanged habe und die Version, die man ja changed, die irgendwas macht das mit der Welt oder so. Und seitdem habe ich irgendwie Angst, irgendwie die Welten. Und jetzt sind wir in einem ganz lustigen Thema gerade, kurz bevor ich das Let's Play angefangen habe. Und zwar, als ich das Let's Play gerade anfing, habe ich gesehen, dass ich habe gesehen, dass die Welt nicht existiert. Ich dachte, oh nein, Digga, nicht schon wieder. Und dann ist mir doch eingefallen, ach ja, stimmt ja, du hast irgendwas gemacht. Und dann habe ich diese Welt zum Glück wiedergefunden, gell. Ich wäre so durchgedreht, glaube ich, weil ich kann ja nicht tausendmal von neu anfangen. Und wenn, habe ich mir ja auch so gedacht, habe ich ja auch noch auf dem Stick die Welt. Also ist jetzt auch nicht so groß dramatisch. Alter, wir haben ja noch übelst viel Essen, habe ich jetzt gar nicht gewusst. Ich brauche ein Brot, gell? Dann machen wir mal 2, reicht. Ich habe auch keinen Minecraft-Sound an. Muss ich das in der nächsten Folge wieder machen? Auf jeden Fall, ich denke mal, dass die Folgen jetzt wieder regelmäßig kommen. Dafür werde ich jetzt sorgen. Ich meine, es gab jetzt schon wieder über eine Woche kein Video mehr von mir. Das ist hammerhart. Und ich habe jetzt auch etwas mehr Zeit dafür. Und die Kuh hat auch mehr Zeit dafür. Und keine Ahnung, die Kühe freuen sich auch, euch wieder zu sehen. Nein, Spaß. So viel Sand haben wir, sehe ich hier gerade. Kann man gleich mal das dazu tun und das dazu tun und das dazu tun und den Scheiß dazu. Das. Kannst du auch dazu machen. Das brauchen wir. Das Schild ist unnötig. Wir brauchen eine zweite Kiste, merke ich. Da hinten war das Essen. Wow. Ganz ruhig. So, wir brauchen Holz. Da, 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 da. Und dreimal auf das Holz geklopft. Ich glaube, der nächste Erfolg war, das Holz zu verarbeiten. Ich bin mir gar nicht mehr ganz so sicher. Oder war das eine Werkbank? Ihr könnt ja mal sagen, ob ihr das wollt, dass ich die dass ich die Erfolge mitmache. Also irgendwie ist das unwichtig, finde ich, weil man eh nicht alles kriegt. Und ich glaube irgendwie, dass ich schlecht bin, gegen den Ender Dragon zu besiegen. Also dass ich schlecht bin, gegen den Ender Dragon zu kämpfen, weil ich habe den noch nie bekämpft, ganz ehrlich. Ich kam noch nicht mal bis dorthin irgendwie. Ich habe das nur mit dem Netherportal. Oh, mich juckt's gerade, sorry. Ich hoffe, man hört sich so. Wenn, dann muss ich es leichter schneiden. Nee, die brauchen wir jetzt eigentlich gar nicht. So. Oh, wir haben ja immer noch. Lol. Alter, wie viel Eisen haben wir bitte schön gefarmt? Was wollte ich denn jetzt eigentlich machen? Ach ja, erstmal die Wand hier zu kleistern. Ihr könnt mir natürlich auch zum Beispiel mal in die Kommentare oder als Privatmail. Ihr müsst ja nicht immer in die Kommentare irgendwie. Ich lese ja so gut wie alles. Ihr könnt mir ja in die Kommentare oder als Brief schicken, ob ich mal Survival Games oder sowas zur Abwechslung spielen soll. Ich meine, ich weiß es nicht, ob ihr das wollt. Liegt immer an euch. Aber ich merke gerade was, Leute. Jetzt fange ich auch schon so an. Freunde, wollte ich eigentlich sagen. Wir können das doch hier so freilassen. Guckt mal, wie unnötig das wäre. Da haben wir nämlich auch hier oben mehr Platz. So, und dann hauen wir das hier noch weg. So. Okay, das muss stecken bleiben. Wobei, warum baue ich das wieder dran? Ihr merkt schon, dass meine Maus wieder besser funktioniert. Ich habe natürlich eine neue Maus. Angriff. Wartet mal. Nehmen wir das. Achso. Sieht schon besser aus. Weiß noch nicht. Nur mal ein bisschen Holz holen hier. Oh, guckt euch doch mal die ganzen Baumsatzlinge an. Wir müssen natürlich später auch noch mal los, Zucker und so farmen. Ich glaube, hier ist kein Zucker in der Nähe.
Oh, ich nicht hinmaue, ne? Mich juckt's übelst überall und ich habe mich schon geduscht, falls die Antwort danach kommt. Also, ich habe natürlich, ich denke mal 15 aufgenommen, wenn die Folge jetzt mal kürzer geht, ist es überhaupt nicht schlimm, besser als zu lang. Ich meine, 23 Minuten gegen die letzte Folge, finde ich überhaupt zu lang. Ich wollte eigentlich mich immer in den 15 Minuten drin behalten. Weil da kann ich mich nämlich auch zum Beispiel an Zeitplanung halten und kann sogar noch recht, also Real-Life-Dinge erledigen. So. Sieht zwar so komisch aus, Leute. Es sieht so komisch aus. Glaubt mir. Es wird Zeit, dass wir den. Okay. Machen wir mal 7. Nein, das könnt ihr vergessen. So. Was habt ihr so gedacht? Hier kommt ihr nicht durch. Ey. Geh weg. Geh mal weg da. So. Warum liegt da. Lag da gerade Wolle? Nein. Oh. Ich habe jetzt ernsthaft gedacht, er lässt die Kuh durch. Aber lag da gerade Wolle? Ja, natürlich. Geh mal wieder zurück, ey. Kommst du nicht ins Haus? Kommst du nicht rein? Denken auch, die wären nur weiße Kuh jetzt als Sonderrechte bei mir. Wir haben natürlich jetzt auch den Mod reingeholt, Inventory Tweaks. Ich glaube, das erzähle ich schon zum zweiten Mal. Dezenter Demenzempfall. So. Tada! Das war so ein Kunststück, gell? Wegen sowas freue ich mich. Ach, Leute, ich kann mir so manchmal einen Facepalm geben. Für meine Dummheit. Ich glaube, dann wäre mein Kopf schon, keine Ahnung. Kann man so gar nicht mehr beschreiben. Ich weiß auch nicht, warum ich mich überhaupt selber beleidige. Das ist einfach so sinnlos. Da fragt man sich manchmal schon selber, ob Dummheit wehtut. Aber anscheinend nicht. Man sollte schon mit Verletzungen im Krankenhaus liegen. So, kann man das hier machen? Das war natürlich unnötig hier. Das hier hinten eigentlich auch. So, haben wir erstmal den unteren Teil. Das hier würde ich gerne so Eichensetzling, eigentlich nicht Eichensetzling, weil ich meine diesen Birkensetzling, der da hinten ist, würde ich das gerne machen, weil das würde, glaube ich, auch ein bisschen den Farbkontrast. Oh, ich dachte gerade, Alter, da ist ein Creeper. Das sah von Weitem aus wie ein Creeper. So, kommen wir bis nach. Ja, oh, zum Glück. Müssen wir nachher nochmal kurz können, ganz schnell her. Kurz bevor. Wartet, was ist das? Achso, nur eine Blume. Sah zum Weiten, keine Ahnung, irgendwie so außerirdisch aus. Sah, kann ich gar nicht beschreiben, wie es aussah, gell? Sah so ganz knallrot aus und deswegen dachte ich, irgendwas Fremdes oder so. Keine Ahnung, irgendwas, was ich nicht kenne. Ich meine, ich spiele ja schon so lange Minecraft, aber es gibt immer noch Dinge, die ich selber nicht weiß. So. Erstmal die Dinge. Was ich natürlich zum Beispiel von der 1.8 wieder geil finde, das mit den Türen. Ich finde es natürlich aber unnötig, dass man gleich so viele Türen kriegt. Also man kriegt ja immer gleich 3 Türen. Finde ich total irgendwie unnötig. Aber sonst finde ich die Version schon geil. Aber ich denke mal, wir machen den Birkensetzling zum neuen Bodenbelag. So, 1.8. Ich glaube, das wird nicht reichen. Aber ich glaube, wir könnten das so ein bisschen verbinden, dass es vielleicht anders aussieht. Ich glaube, gleich geht meine Spitzhacke kaputt. Warum sage ich das auch noch? 1, 2, 3. Ja, doch, zwar. So.
Warum ich zwei Dieselstöcker genommen habe, frage ich mich immer noch. Okay, jetzt muss ich mal richtig schnell machen, Leute. Jetzt muss ich mal richtig schnell. Und natürlich. Das meinte ich. Boah, hier liegen noch viele Baumsetzlinge. Haben wir die Bäume. Ach, da haben wir Baume geholt. Die Baume. Baume. Dass wir noch Hunger haben, noch keinen Hunger haben, wundert mich richtig. Was? Der hat keinen Baumsetzling verloren? Ah, ich wollte schon sagen, was läuft denn bei dem Baum schief? Bestimmt so einiges. Geht doch. Zwei Dinge sind doch schon mal ein Anfang. Aber wir müssen den Bodenballon fertig machen, also brauchen wir ein bisschen Eier machen. Habe ich das jetzt? Ja. Und komm. Bau so schnell ab wie noch nie, Digga. Ohne Spaß. Und ich finde, dass ich mich auch in der Let's Player-Szene auch ein bisschen verbessert habe im Gegensatz zu damals. Ich meine, damals müsste ich mein allererstes Video habe ich ja, glaube ich, noch auf YouTube. Nee. Doch. Habe ich noch auf YouTube. Das müsst ihr euch mal reinziehen. Da war ich noch so richtig, keine Ahnung, so voll schüchtern, was das Sprechen betraf. Aber jetzt rede ich wie im Schlot. Das ist euch bestimmt schon nervt, dass ich die ganze Zeit so eine sinnlose Scheiße hier rumlaber. Aber da müsst ihr nun durch. Sonst wäre die Folge ja auch langweilig, ne? Dann. So. Also wie gesagt. Die Kuh guckt mich an. Das macht mir Angst. Das ist der Kuh-Vergewaltiger-Blick. Sag ich mal dazu jetzt. So unnötig. Kann ich hier durchbauen? Nein. Oh, jetzt muss ich das wieder abbauen. Alter, willst du mich verarschen? Was sollst du denn da hinbauen? So. Okay, jetzt haben wir erstmal das geschafft, dass die Decke gemacht wird in der nächsten Folge, denke ich mal. Damit wir mal irgendwas zu tun haben in einer Folge. Und dann denke ich mal, dass wir nach dem Haus vielleicht irgendeine Höhle reinbauen. Also so eine eigene Höhle, so einen Eingang. Und ja, dann chillen wir unser Leben, scheren die Schafe. Und dann gammeln wir halt ein bisschen rum. Auf jeden Fall sehen wir uns in der nächsten Folge. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag, wann es auch immer jetzt rauskommt. Sag mal Donnerstag, auf jeden Fall. Auf Wiedersehen!